Viel Handarbeit ist nötig, wenn aus einer barocken Kommode wieder ein echtes Schmuckstück werden soll. Stefanie Schneller schmiegelt gewissenhaft das Nussbaumholz ab. Ohne Geduld geht sowas nicht. Ihr Chef Frank Savabert betreibt seit 29 Jahren seine Werkstatt. Aber restaurieren in 5 Minuten kann man eigentlich nicht sagen. Schon während seines Kunstgeschichtestudiums hat der gelernte Schreiner im Hinterhof Möbel restauriert. Er weiß, was seine Kunden wollen. Funktionstüchtige Möbel, nicht bloß antiquare Hingucker. Wenn man Schubladen aufmacht, dann soll der laufen, weil der Kunde ja den Schubladen und das Möbel benutzen möchte. Und sehr häufig sind da innen diese Schubleisten ziemlich geschrumpft und bieten praktisch dem Schubladen keinen Halt mehr, damit der vernünftig laufen kann. Das werden wir dann in einem nächsten Schritt machen. Er arbeitet wie schon die Möbelbauer vor Jahrhunderten. Viel Handarbeit statt automatisierter Arbeitstechniken, gelatineartiger Knochenleim statt moderner Klebstoffe. Viele sagen sich natürlich, soll ich meine alten Möbel wegschmeißen und mir dann im Möbelhaus was kaufen, was eine sehr kurze Lebensdauer hat und im Prinzip schon gleich Sondermüll ist, wenn man es wegentsorgen möchte. Bei ihm landen nicht nur kostbare Schmuckstücke, sondern auch liebgewonnene Gebrauchsmöbel. Das Furnierholz arbeitet er passgenau ein. Viel Arbeit, die sich aber lohnt. Wer schätzt die Patina der alten Möbel? Und manchmal erzählen ihm seine Kunden auch die Hintergründe dazu. Anekdoten und Familiengeschichten. Neuer Glanz auf der alten Kommode. Stefanie Schneller hat das Stück aus der Barockzeit mit Schellack poliert, dem Sekret der Schildlaus. Um die 80 Arbeitsstunden haben die beiden gebraucht, bis das Möbel wieder so strahlt. Es ist kostenintensiv, weil wenn man so eine Barockkommode herrichtet, dann ist man gleich mit 3.000 oder 4.000 Euro los. Das macht man aber in einer Generation vielleicht nur einmal oder alle 2 Generationen nur einmal, dass man so ein Möbel überarbeiten lässt, wenn man es ansonsten gut in Schuss hält. Und man hat es ein ganzes Leben lang. Man kann es dann auch noch vererben und es hält die nächsten paar hundert Jahre auch noch, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Und damit wohl länger als die Möbel mit dem nordischen Namen.